So, Leute, und herzlich willkommen zurück zur The Banner Saga Part 3, also Teil 3 des Spiels und auch Part 3 der Folge. Wir sind jetzt zuletzt stehen geblieben, wollten einen Kampf bestreiten, doch irgendwie hat das unendlich geladen. Deswegen würde ich es gerne einmal nochmal versuchen. Wir geben dieses Item jetzt einfach niemandem, dieses Brenners Locker. Ich weiß nicht, vielleicht hat es daran gelegen, dass es jetzt irgendwie verbuggt war oder sonst was, weil irgendein Charakter ein Item nicht halten durfte. Aber jetzt scheint es doch zu funktionieren, das schon mal ganz gut ist. Ich finde es natürlich schade, dass das passiert ist, aber es hätte jetzt auch nicht lange gedauert, da wieder zu dem Speicherpunkt zurückzukommen, weil das Spiel sehr, sehr viel automatisch speichert. Okay. Kümmern wir uns doch um dieses Problem. So, ich würde vorschlagen, die Leute sollten hier hin. Schützen müssen wir schnell erledigen. Das wäre optional. Dann Aleo hinter die Leute schleppen. Und auch Rook weiter nach vorne. So. Ist, denke ich, eine gute Aufstellung. Wir sollten ein bisschen mit den Pferden nach vorne, aber nicht zu weit. Damit die ganzen Leute hier erstmal moven. Ich meine, die Schützin ist erstmal noch recht spät dran. Oh. Wann ist der denn dran? Der ist direkt der Nächste. Okay. Wir laufen mal diesmal ein bisschen vorsichtiger. Ich bin letztes Mal. Oh, holy hell! Wie weit der laufen kann! Okay, das hätte ich lange, lange nicht erwartet. Dass der jetzt so einen Sprint hinlegt. Gut. Junge, Junge. Also das war echt sportlich, was er da gemacht hat. So. Wir versuchen Aleo. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ruech habe ich schon ganz vergessen. Hat ja das Zurückschlagen und alles. Hier wird auch noch ein weiterer Schuss fliegen. Aua. Na gut, nicht viel. Und hier der Kill. Leider, Aleo ist nicht in der Nähe. Was natürlich schade ist. Dadurch, dass Aleo nicht in der Nähe ist, können wir halt keine Willenspunkte bekommen. Aber ich sehe schon, es scheint hier anscheinend so zu sein, dass wir echt viele Ansehenspunkte bekommen werden, um Charaktere zu leveln im Spielverlauf. So, mein Pferdeboy ist easy in der Lage, die zu erledigen, aber der wird doch. Mach mal einen normalen Schlag. Hau die mal komplett weg. Ich habe zuerst überlegt, ob so ein Eselstritt nicht vielleicht besser wäre, aber es geht schon ohne. So, Rook sollte ihn hier angreifen. Bewegt sich hierfür erstmal ein bisschen weiter in die Ecke, um halt Abstand von den anderen zu halten. Also eigentlich sollte man das ja so spielen, dass die Schützen erst später, nachdem die Rüstung gefallen ist, angreifen. Weil zuerst soll die Rüstung halt zerstört werden. Schützen machen ja zusätzlichen Schaden gegen Leute, deren Rüstung bereits kaputt ist. So, aber irgendwie komme ich halt immer dazu, dass ich tatsächlich mit den Schützen die Rüstung kaputt machen, mit den normalen Leuten die Angriffe. Aber gut, es gibt Schlimmeres. So, erledigen wir erstmal die, die hier tatsächlich sehr, sehr nervig sind. Also, diese Angreifer können echt weit durchrushen. Stoppen wir erstmal auch hier vorne. Dann ist der hier dran. Der kann auch so weit moven. Also, ich werde viele Einheiten verlieren tatsächlich. Nee, greifen wir mal von hier aus an. Weil Kanari hat hier den Vorteil. Moment, wer ist eigentlich jetzt nichts dran? Er hier, dann er hier. Und dann er schon wieder. Okay, erledigen wir den hier einfach. Dann kriegen wir von Aleo ein bisschen Punkte dazu. Oh, wir haben es jetzt schon geschafft. Wir haben jetzt schon den Sieg. Okay, gut. Kann man mal mitnehmen. Wenn niemand gestorben ist dadurch. Kanari, die sonst so charismatische Anführung eines großen Stammes von Pferdebürtigen, blickt düster drein. Warum Menschen greifen an? Warum schreien so viel? Alle denken, dass deine Pferdebürtigen Toli geplündert haben. Das ist jetzt wichtig, Kanari. Ist das wahr? Stadt im Osten. Ja, töten viele Menschen, nehmen viele Sachen. Du brauchst mehr? Otleif öffnet den Mund, findet aber keine Worte. Du gibst es also zu. Ihr habt Toli geplündert und die Menschen dort getötet. Viel Essen, viel Waffen, bringt euch. Ihr esst, ihr nehmt. Ihr habt sie umgebracht und uns ihre Sachen gegeben? Kanari blickt von Otleif zu dir und dann wieder zu Otleif. Sie stampft mit den Vorderhufen auf dem Boden und gestikuliert in der Luft herum. Ihr tötet an Mauern, ihr tötet auf Straßen, Menschen, Pferdebürtige, alle. Nein, das ist. Verdammt, das ist nicht das Gleiche. Sie versteht den Unterschied nicht. Sie haben das vermutlich schon getan, bevor wir sie überhaupt getroffen haben. Wie sollen wir ihr das bloß wegerklären? Es gibt nichts zu erklären. Entweder wir verteidigen sie oder nicht. Kanari,
Wir gewähren dir Schutz, aber ab jetzt musst du tun, was wir dir sagen. Du hast unschuldige Frauen und Kinder getötet. Die Verantwortung dafür kann ich nicht übernehmen. Da bist du auf dich allein gestellt. Wir gewähren dir Schutz, aber jetzt musst du das tun, was wir dir sagen. Sie trabt nervös auf der Stelle, atmet dann durch die Nase aus und runzelt die Stirn. Wir gehorchen. Erst einmal. Aber wir sind nicht Haustiere. Ich kann nur hoffen, dass das alles der Mühe wert ist, Oddlife. Ich auch. Ich würde gern Kanari halt behalten. Mein größtes Problem ist halt, ich verstehe, ich will sie ja nicht wie ein Haustier behalten und alles. Aber, sie hat sich mir angeschlossen. Sie hat mir eigentlich ihre Ehre gegeben und alles. Deswegen fände ich das ganz schön, wenn sie halt da bleiben würde. Das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Mal schauen. Ich hoffe es einfach nur. Ich meine, ich habe nicht umsonst Kanari gepumpt. Ein bisschen stärker gemacht. Wir haben 83 Ansehenspunkte. Das ist wirklich viel. Wir werden in dem Teil ja komplett mit Ansehenspunkten überhäuft. Aber wahrscheinlich wird es auch dazu führen, dass wir uns halt in Abarang einbunkern müssen oder sonst was. Oh Mann, oh Mann. Gut, ich finde die Kameraführung, by the way, auch ganz cool gemacht. Also es ist generell cool gemacht, dass hier so immer kleine Berge und alles sind. Also es ist so eine nice Kurve und alles. Und die Kamera führt halt auch die ganze Zeit so diesen Weg. In der Menge bemerkst du neue Wale, die gerade erst durch die Tore geschritten sind. Hakon ist losgelaufen, um sie zu treffen. Und nach kurzer Zeit holst du auf. Ein vertrautes Gesicht starrt zu dir herüber, während er spricht. Später dann sind wir Bollwerk und sein Raben bei der alten Furt über den Weg gelaufen. Erinnerst du dich an Bollwerk? Der Berserker? Schwer zu vergessen. Ich dachte, ich hätte schon so einige harte Märsche erlebt, aber keiner war mit dem vergleichbar. Bollwerk ist seinen eigenen Weg gegangen. Glücklicherweise sind wir genau zur richtigen Zeit gekommen. Ich war mir nicht so sicher, ob Abarang noch stehen würde und wusste auch nicht, wohin es dich verschlagen hat. Haben sie dich gut behandelt, seit sich unsere Wege getrennt haben, Hakon? Gleich nach unserer Ankunft haben sie uns hier unserem Schicksal überlassen. Es ist gut, mehr Wahl in Abarang zu haben, Fasol. Lass es mich mal so sagen. Fasol wirft dir einen kalten Blick zu. Glaub ja nicht, dass ich vergessen habe, warum einer Torft gefallen ist, Kleiner. Oder vergeben. Die Brücke musste zerstört werden. Wie dem auch sei, ich bin froh, dass du es geschafft hast, Fasol. Wie hast du Brüller bei einer Torft überlebt? Die Brücke musste zerstört werden. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst, aber halte zumindest den Mund. Hakon, wo steckt der zottelige Magier eigentlich, der hierfür verantwortlich ist? Sie sind gen Norden gezogen, in die Dunkelheit hinein. Juno und Eivind behaupten, sie könnten dieses Problem lösen. Ist das so? Juno und Eivind? Da fragt man sich doch, wer letzten Endes den Ärger verursacht hat. Grofheim ist verloren, Einartoft ist verloren, Jorund ist verloren. Die Wüter hingegen, Bollwerk, sagt, dass er sich in der Nähe von Bindal auf Blindling gestoßen und Brüller vermutlich bereits auf dem Weg hierher ist. Wir haben Brüller bei Burskat geschlagen, ich habe es selbst gesehen. Bellower kann nicht sterben, also Brüller ist das. Und was ist mit den anderen wie Walker und Seath? Wir wissen nicht, wohin sie gegangen sind. Ist zumindest Ubin irgendwo in der Nähe, um diese Dinge niederzuschreiben? Leider nicht. Er wollte nach Süden ins Land der Pferdebötigen. Natürlich ist er das. Dann vermute ich, wir sind die letzten Wahl, Hakon. Lass uns die Wüter niedermetzeln, wie in den guten alten Zeiten. Unser Gebein, der Hügelstein. Hakon bricht in ein breites Grinsen aus und umklammert Fasols Unterarme. Eine seltsame Fröhlichkeit überkommt beide. Unser Gebein, der Hügelstein. Okay. Aber wir müssen doch erstmal nicht gegen Wüter hier vorne kämpfen. Noch sind wir nicht so weit. Aber ich dachte, Hakon und so haben uns verlassen. Wir sind denen ja nur unterwegs begegnet gerade. Weil sie haben sich ja eigentlich dazu entschieden, uns nicht mehr zu folgen oder nicht mehr in unserem Team zu sein. Aber gut, auf zum König. Fragt sie eigentlich, wo der König ist. Dachte, der wäre hier auf irgendeiner Anhöhe oder so. Aber wir laufen ja gerade schon wieder Richtung Ende der anderen Mauern. Oder es geht gleich nochmal hoch, das könnte ich mir auch vorstellen. Oder hier vorne vielleicht zum Rastplatz sogar, um mal eine Runde auszuschlafen. Das wäre auch schön. Gib mir das, ich brauche doch die Moral. Tatsächlich, die schlechte Moral ist das Einzige, was mich im Kampf echt stark behindert. Der Pfad, der sich vom äußeren Tor übers Feld hinweg zum inneren schwarzen Felsen erstreckt, ist länger als er aussieht. Du läufst durch dichte, verrauschte Straßen, die bis zum Gipfel des schwarzen Felsenplateaus hochführen. Ruger schlurft neben den Wächtern her, die seine Ketten tragen. Er ist bislang ungewöhnlich ruhig geblieben, aber nun flüstert er dir leise etwas ins Ohr. Vorsicht, Jäger, sagt er noch, bevor du die Schreie hörst. Es könnte bald Ärger geben. Es gibt Ärger. Einige Meter vor dir siehst du eine von Petrus Wachen mit einem Pfeil im Kopf auf dem Boden liegen. Petrus flucht wütend und rennt los, als bewaffnete Männer aus der Menge hervortreten, ihn umzingeln und seine Wachen angreifen. Es wäre eine Tragödie, wenn ihm etwas zustößt, spürte Ruger. Hilft Petrus dabei, die Angreifer zurückzudrängen?
Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt, aber gut, machen wir. Eine Bande von Mördern tritt aus einem gut getarnten Versteck hervor und attackiert weitere Wachen mit Pfeilen und Äxten. Ein Hinterhalt, ruft Petrus. Gut, Petrus. Wir wollen jetzt irgendwie dir erstmal ein bisschen helfen. Ich habe nur die Sorge, wenn ich dieses Item wieder nutze, dass irgendwas wieder kaputt geht oder sonst was. Das wäre ein bisschen schade, deswegen machen wir das erstmal nicht. So, meine Lieben. Ist das Petrus? Ja. Gut, Petrus hat Fähigkeit des Schildmauer. Das ist schon mal gut. Aber gucken wir erstmal, wie wir unsere Charaktere positionieren wollen, um halt einen effizienten Kampfverlauf zu haben. Ich glaube, wir sollten hier durchgehen. Also links und rechts von Petrus vorbei. Mit den Pferdebürtigen. Hinter Petrus ruhig mit Rook. Und Oddlife halt direkt dazu. So, und Aleo immer in der Nähe. Ich glaube, so passt das schon. Wir müssen halt erstmal nur so weit wie vorne losgehen. Und wir wollen nicht niedertrampeln, wir wollen den Eselstritt machen. Rückstoß bis zu 2 Felder. Warte mal, wir haben keinen Eselstritt der höheren Stufe, weil wir halt keine Energie reinwasten können. Da machen wir einfach nur einen normalen Schlag. Oh. Oh. So, und direkt auch nochmal die Schildmauer dazu. Gut, er macht echt wenig Schaden, dadurch, dass ich halt jetzt in Crit gelandet habe. Das war ein bisschen lucky. So. Gut, da Rook zu niemandem irgendwie großartig hingehen kann, macht es vielleicht Sinn... Ja, es macht nicht Sinn, den zu erledigen. Ich bin blöd, weil Aleo dann sonst keinen Boni geben kann. Es macht aber Sinn, hier vorne mit der Einheit nochmal den zu erledigen. Ich hoffe, der Dude mit der Schildmauer läuft mir jetzt nicht weg, weil dafür bin ich ja da. Dankeschön. So, gut, mit den Pferdebürtigen, das ist halt das Coole, dass wir halt immer zurücklaufen können für den Fall, dass wir uns mal so weit vorwagen. Und 3 Schritte. Genau hierhin. Gut, wir werden Petrus jetzt komplett abschirmen. Er wird nicht rauskommen können. Bisschen schade, aber gut. Das ist das Ziel. Der gute Petrus. So, Gift bewährt. Können wir ruhig 3 reinhauen. Wichtig ist nur, dass wir jetzt noch 6 Schaden machen. Kriegen wir mit dem nicht ja hin. Danach ist der hier hinten dran. Gut, machen wir irgendwie Beleidigung auf den hier. Haha. So, dadurch haben wir den ein bisschen nach hinten gedrängt. Das ist ganz okay. So, Petrus wird da nichts machen können. Oh, Petrus hat sogar Fähigkeiten. Durchlauf, Verstärkung. Verstärkung? Petrus ruft einen seiner Männer als Verstärkung. Das ist cool. Nice. Also Petrus strong as fuck. Sieht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Holy hell, wir kriegen richtig nice sogar Hilfe. So. Gut, Mundre, greif doch mal an. Schildmauer oder Blutpflege? Ich würde sagen Blutpflege. Go for it. Ich bin richtig zufrieden gerade mit den Sachen, die hier passieren. Niemand legt sich halt mit denen an. So, der hier ist noch als nächster dran. Ist halt doof, dass ein paar von den Leuten halt zuerst dran sind. Aber ist schon in Ordnung. Ich meine, die machen gut Damage. Und die erhöhen die Wahrscheinlichkeit halt angegriffen zu werden. Also, dass die angegriffen werden statt meine Leute. So, den muss 3 Damage nur drücken. Das kann ich machen. Ja, ha, genau. Und please, warum krit ich denn? Ich wollte nicht durchkritten. Aua. So. Rook hat eine coole Fähigkeit für das, was ich hier jetzt plane. Dafür muss ich nur auf Rook klicken und dann die Beutemarkierung. So, da mache ich Rüstungsschaden und jeder greift den an. Holy. Das war cool. Also generell, dieses ganze Vermöbeln und so von außen ist eigentlich ganz nice gemacht. So, hier einen weiteren Punkt, nur damit wir jetzt zusätzlich nochmal Willenskraft für alle bekommen. Go, go, go! Willenskraft ist sehr wichtig bei schlechter Moral. Also ich sehe schon, mein Pferdebürtiger wird hier bald sterben, wenn ich hier nichts unternehme.
So, weg mit dir. Und der ist direkt als nächster dran. Gut, der Pferdebürtige könnte jetzt dead sein. Wir stellen ihn mal davor, damit er vielleicht irgendwen anders fokust. Ja, nice. Nice, nice, nice. Kanari ist auch so eine Sache, aber sie kann ruhig ein bisschen Rüstung wegnehmen, einfach hier vorne. Nice. Oh, die greifen tatsächlich nicht. Ruech war das, ne? Ich verwechsel die immer. Ne, Skatar, das ist Ruech. Gut, Aleo kann einfach einen kleinen Angriff machen, ein bisschen Rüstung wegnehmen. Das ist das Coole bei dem, dass ich das geskillt habe. Oh no, oh no. Gut. Basically dead, meine Leute hier. Wir sind als nächster dran. Er ist auch als nächster dran. Gut, er könnte tatsächlich den Charakter... Oh. Der hat gar nicht die Möglichkeit, so viele Punkte reinzustecken. Gut, Ruech ist dead. Gut, Mundre hilft aber natürlich gerne aus. Den können wir ja später auch noch befördern zur Not. Willenskraft für alle. Ich liebe das. Das ist super nice. So, erstmal muss der hier geschwächt werden, so schnell es geht. Ich meine, der andere hat nur noch sehr wenig Punkte. Lustigerweise hätten wir eine ganz andere Strategie von Anfang an verfolgen können. Wir hätten einfach mit Petrus alle Leute herkommen lassen können und Petrus einfach viele Einheiten rufen. Ich wusste halt nicht, dass ich ihn halt gleich auch noch benutzen kann als Charakter. Das hätte ich halt nicht unbedingt erwartet. So, Pillage Mode, wen wollen wir denn killen? Ich glaube, ist schon mit Oddlife vernünftig. Oddlife bräuchte auch noch ein Level up. Und genau jetzt kann sie sich sogar befördern. Das ist gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Skatar ist jetzt bereit für eine Beförderung und Oddlife auch. Die werden wir gleich auch befördern. Gut, Ruech wurde ein bisschen Kampf verletzt, das ist aber nicht schlimm. Können wir ja zur Not noch austauschen. Wir bräuchten halt nur, wie gesagt, noch irgendeinen Nahkämpfer. Und Trickvi ist jetzt nicht so mein Favorite. Da könnten wir lieber jemand anderen nehmen. Falls wir halt jemanden hätten. Petrus mobilisiert seine Männer mit ungeheurem Geschick. Mit seiner Hilfe schaffst du es, den Überfall schnell abzuwehren. Nachdem Petrus seine Klinge vom Blut gereinigt hat, fällt er mit Faustschlägen und Tritten brutal über Ruger her, bis dieser zu einem zitternden Ball zusammengerollt auf dem Boden liegt. Die Prügel finden ein Ende, als Petrus zufrieden ist. Der Kämpfer, der sich von der Schlacht zu euch gesellt hat, schreit unweit von euch auf und ab. Bastard, der dreckige Bastard, der war ein elendiger, harter Weg und ich war nicht bereit, gute Männer derart zugrunde gehen zu sehen. Ich bin Gundmundre, fährt er fort. Viele von uns hier kommen aus Bindal. Ich selbst war dort Befehlshaber. Er blickt auf sein zertretenes und blutbeflecktes Banner und bemerkt dann deines. Obwohl ich zugeben muss, dass für uns besser laufen könnte. Du verstehst, was er damit sagen will. Ja, schlage dich weiterhin so wacker, wie du es vorhin getan hast und du kannst uns gerne anschließen. Ich schwöre es, antwortet Gundmundre, sammelt sein zerfleddertes Banner ein und lässt seine Leute davon benachrichtigen. Petrus und Gundmundre unterhalten sich, während du zur großen Halle weitergehst. Offenbar sind sie verwandt der Geister. Das heißt, Ruger hat jetzt stark aufs Maul bekommen, oder wie ist das? Also ist er dead? Uiuiui. Ich hoffe, wir haben kein böses Blut entfacht. Lustigerweise hier vorne ist es ganz cool gemacht mit dem Feuer. Ich finde, das Feuer passt halt... gefühlt gar nicht da rein. Das ist das, was auch im Kampf verwendet wird. Diese komischen Aschehaufen, Gluthaufen. Sieht nach verdammt vielen Stufen aus. Und zweifelsohne fühlt sich mein, dass Ulf deswegen dort oben so sicher stand er wahrscheinlich. Ich habe es gerade nicht lesen können, weil ich eher hier drauf konzentriert war. Ja, es sieht auch nach einer ziemlich steilen Anhöhe aus. Endlich näherst du dich den schwarzen Steinmauern tief im Zentrum von Aberang. Petrus weist dich an, die Treppe hinaufzugehen, während er Ruger wegschleppt. Oddlife schnaubt wütend, als sie herausfindet, dass sie dich nicht begleiten darf. Sieht so aus, als ob nur die wichtigen Leute eingeladen werden, schimpft sie. Ich versuche einen Platz für die übrigen von uns zu finden. Was meinst du? Wo postieren wir uns am besten? Ist deine Entscheidung, Oddlife. Vertraue dein Urteil. So nah an der großen Halle wie möglich ist deine Entscheidung. Ja... hin in der Nähe der Tordere für den Fall, dass unsere Hilfe dringend benötigt wird. Ja, ich sag, ist deine Entscheidung. Ich tue, was ich kann, sagt Oddlife, aber wir sollten dort oben auf den Hügel sein. Oddlife blickt zurück in Richtung der großen Halle. Wenn du vielleicht den König dazu bringen könntest, dir zuzuhören, schlägt sie vor. Gut, versuchen wir mal unser Bestes. Gut, gut, gut. Das schwarze Felsenplateau wirft einen langen indigoblauen Schatten auf dich, einer Sturmwolke gleich.
Als du die Stufen hinaufläufst, weichen die sattgrünen Hügel, die du zunächst siehst, einem morbiden Panorama aus Gemetzel und Finsternis. Nachdem du vor König Meinolf gerufen wurdest, stehst du schließlich in einer Reihe mit wohlhabenden und mächtigen Männern mit langen Namen und Bannern. Hakon ist hier und auch Kanari, doch alle machen einen weiten Bogen um die beiden. Von deinem Platz am Ende dieser enormen Halle aus wirkt König Meinolf auf seinen Thron klein und verschrumpelt. Er spricht langsam, als würde er ganz vorsichtig durch Spinnenweben alter Erinnerungen schreiten. Du kannst nur Bruchstücke hören, wie Sinneswandel und schwache Schützen. Schließlich gibst du auf, die Worte zu verstehen. Plötzlich wird's in der Halle still. Alle drehen ihren Kopf in deine Richtung und starren dich an. Der König winkt dir zu und du trittst an ihn heran. Damit schickt der König die Menge fort und nimmt dich zur Seite. Dir persönlich habe ich zu danken, dass du meinen Sohn nach Hause gebracht hast. Nun muss ich dich leider um einen Gefallen bitten. Die Straße von Börsgard nach Aberrang ist lang und vor allem, wenn man sich mit einem Mann wie Rugger teilen muss. Sag mir, wie ist es dir mit ihm ergangen? Ich hätte Rugger in Börsgard gelassen, wenn ich gekonnt hätte. Wir waren selten einer Meinung. Rugger hat es uns gerade nicht leicht gemacht, aber wir hatten ein Abkommen. Ja, entweder... Ich will den halt nicht irgendwie in die Pfanne kloppen oder so, aber ich würde erstmal sagen, wir sehen uns generell in der nächsten Folge. Haut rein und bis demnächst. Ciao!